Täglich werden weltweit mehr als 2 Milliarden Tassen Kaffee getrunken. Doch die Zukunft des Kaffees ist ungewiss. Hay una crisis de café. Por eso tenemos que ser rebeldes. Denn der Kaffeeanbau wird nicht nur durch schwankende Preise bedroht, sondern auch durch den Klimawandel und Avocados. Es gibt 124 bekannte Kaffeesorten weltweit. Die meisten wachsen wild. Großflächig angebaut werden nur 2 Sorten. Der bittere und preiswerte Robusta sowie der hochwertige und mildere Arabica. Er wächst am besten auf 1 bis 2000 Metern Höhe und braucht Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad, kühle Nächte und eine bestimmte Menge Regen, gefolgt von 3 Monaten Trockenheit. Dieses spezielle Klima gibt es vor allem zwischen diesen Breitengraden. Robusta ist nicht so empfindlich. Er wächst schon ab 300 Metern Höhe und verträgt auch höhere Temperaturen. Brasilien ist der weltweit größte Kaffeeproduzent mit hochtechnisiertem Arabica-Anbau. Der zweitgrößte Produzent Vietnam baut fast ausschließlich Robusta an. Und in Kolumbien, dem drittgrößten Exporteur, gibt es ein Anbaugebiet, das als Weltkulturerbe ausgezeichnet ist. Das Eje Cafetero. ¿Por qué tiene tan alta calidad el café colombiano? Tenemos una oferta ambiental maravillosa, tenemos unos suelos privilegiados, suelos volcánicos, o sea, la topografía colombiana nos impide que el proceso de recolección de café sea tan industrializado como, por ejemplo, en Brasil. Ese trabajo sea tan manual, hace que la artesanía en nuestro café haga que la calidad sea un poco más destacable. Cuando yo hago esa escogida del café, yo estoy pensando en la persona que se va a tomar ese café, que le sepa delicioso. Este se convirtió en un, de verdad que en un bello arte. Porque hay cantidad de sabores, olores por descubrir. Mitte des 19. Jahrhunderts beginnen kolumbianische Großgrundbesitzer mit dem Export von Kaffee nach Europa und in die USA. Ein halbes Jahrhundert später ist die Produktion jedoch in Hand von Kleinbauern, mit jeweils nur wenigen Hektar Land. Und um über Exportpreise mitbestimmen zu können, gründen viele von ihnen den Nationalverband der Kaffeeanbauer von Kolumbien. Nach starken Preisschwankungen unterzeichnet das Land 1962 ein weltweites Abkommen über Mindestpreise für Kaffee. El recolector ganaba bien, el caficultor ganaba bien, el comercializador ganaba bien. Nosotros teníamos flota propia para comercializar nuestro café alrededor del mundo. O sea. Total. Había más estabilidad para trabajar el café. 1989 wird das Abkommen nicht verlängert. Denn neue Produzenten wie Vietnam schwemmen den Markt mit günstigem Robusta, während Brasilien höhere Arabica-Marktanteile von Kolumbien und Zentralamerika verhindern will. Und die USA ziehen ihre Unterstützung für das Abkommen zurück. Auch um mehr günstigen Arabica importieren zu können. Seitdem wird der Preis an einer US-Börse ausgehandelt und fällt aufgrund des neuen Überangebots drastisch ab. Cuando se cae el pacto cafetero, mi papá no aguantó económicamente ese golpe. En esta finca desapareció completamente el café y se abandonaron las instalaciones, se abandonó la maquinaria y eso en este momento está en ruinas. Nosotros somos absolutamente frágiles frente a las decisiones de otras personas, inclusive personas que ni siquiera conocen un árbol de café. 2011 steigt der Kaffeepreis stark an, nachdem ein Rostpilz große Teile der Ernte in Zentralamerika und Kolumbien zerstört. Kaffeerost breitet sich bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad aus, vor allem bei starkem Regen. La roya siempre ha sido un enemigo, de si se caen las hojas, tus frutos no dan, ¿cierto? Es por eso hemos tenido que cambiar a nuevas especies. Ich bin gerade unterwegs zum Forschungszentrum Senicafé. In der Region ist es auch bekannt als die NASA der Kaffeeforschung. Senicafé wird 1938 vom Kaffeeverband gegründet, um die Kaffeeproduktion durch Forschung weiterzuentwickeln und sicherzustellen. Lo primero que hicieron nuestros investigadores fue realizar colectas
de diferentes materiales en el mundo, principalmente de África y de Asia. Um kaffeeröstresistente Sorten herzustellen, kreuzt Szenikaffee hochproduktive und geschmacklich hochwertige Sorten mit solchen, die von Natur aus resistent sind, aber weniger gut schmecken. Über 20 Jahre werden so 4 Folgegenerationen gezüchtet, bevor die besten Ergebnisse zum Verkauf angeboten werden. Aber los patógenos evolucionan. Por eso el trabajo es constante. Infolge der nach der Kaffeeröstkrise wieder fallenden Preise geben viele Kleinbauern auf. In Kolumbien schrumpft die Anbaufläche für Kaffee um 13%. Dennoch wächst die Kaffeeproduktion. Wie passt das zusammen? Was wir in unseren Studien sehen, ist, dass durch neue Züchtungsmethoden, neue Anbaumethoden und all diese Fortschritte, die wir in der Vergangenheit es geschafft haben, auf derselben Kaffeefläche mehr zu produzieren. Und diesen Trend, den sehen wir eigentlich gefährdet durch den Klimawandel. Szenikaffee arbeitet bereits an Sorten, die auch erhöhten Klimastress besser vertragen. Doch 60% der wilden Kaffeesorten, deren Genpool dafür benötigt wird, sind durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht. Und für Robusta und Arabica-Kaffee reduzieren sich die geeigneten Anbaugebiete durch den Klimawandel um bis zu 50%. Vor allem in Brasilien, aber auch in Vietnam und in Kolumbien. Was genau verändert der Klimawandel, dass diese Gebiete weniger geeignet sind? Wenn jetzt die Temperaturen steigen, kommt es eben dazu, dass diese Pflanze leicht unter Stress gerät und das entspricht eigentlich nicht den natürlichen Bedingungen, unter denen diese Pflanze ursprünglich mal entstanden ist. Was Studien zeigen, ist, dass eine Bohne, die unter hohen Temperaturen wächst, weniger Zeit bekommt, sich auszubilden und dass höhere Temperaturen zu einem Geschmacksverlust bei Arabica führen. Tenemos muy poco café debido al clima presentado el año pasado, el año antepasado. Son lluvias muy fuertes. Immer unregelmäßigerer und extremer Niederschlag setzt den Arabica-Pflanzen zu. In Brasilien zerstören starke Regenfälle und Frost 2021 große Teile der Ernte. Der Kaffeepreis schnellt in die Höhe. Está muy buen precio, pero venga, ¿qué hacemos si no tenemos café? O sea, tenemos que diversificar. Tengo varios compañeros de caficultores donde han sembrado lo mismo que yo, unas 5 cuadritas de aguacate y con un buen cuidado han pagado sus deudas del café con el aguacate. Pero hay capitales extranjeros que están llegando a comprar fincas. Fincas a la altitud que se produce el mejor café. Son cultivos extensivos. Se está transformando el paisaje cultural cafetero más cerca de tener un paisaje cultural aguacatero. Brasilien reagiert und weitet die Produktion von Robusta aus, der weniger wetteranfällig ist. In Kolumbien hingegen ist bisher aus Qualitätsgründen nur der Anbau von Arabica erlaubt. Ein weiterer Unterschied zu Brasilien? Kolumbien kann den steigenden Temperaturen ausweichen und Kaffeeplantagen in höheren Lagen ansiedeln. Einen solchen Umzug können sich Kleinbauern kaum leisten. Doch es gibt noch einen anderen Lösungsansatz. Este cafetal se trazó dando lugares privilegiados a árboles de sombrío, a los corredores florales para polinización. Yo siembro a 2 metros por 2 metros y pueda expandirse más, pueda recibir más luz, más aire. Un bosque, jardín que produce café. Schattenbäume senken Durchschnittstemperaturen, schützen vor extremen Regenfällen und damit auch vor Pflanzenkrankheiten. Und sie binden CO2. Somos rebeldes en cuanto a que no nos preocupa lo que le preocupa a la autoridad nacional en caficultura, que es tener cafetales muy densos y exageradamente productivos. Nosotros hablamos de más agronomía, más productividad. Más agronomía, más productividad. Más agronomía, más productividad. Mínimo 6,000 plantas por hectárea. Y sí, puede que no vayamos a tener la mega producción que esperan las autoridades nacionales de café. Pero vamos a tener mayor calidad. Debo de cuidar las aguas, debo de cuidar la naturaleza, debo cuidar mis pájaros y debo de cuidar todo el ecosistema, ¿cierto? Tomamos conciencia de que un buen café vale plata. Idealerweise
können wir durch das Trinken von nachhaltig angebautem Kaffee, der eine Kohlenstoffsenke ist, Klimaschutz betreiben. Im schlechten Fall bewegen wir uns hin zu einem hochintensiven System mit hohem Düngemitteleinsatz auf entwaldeten Flächen, wo wir mit jeder Tasse den Klimawandel noch weiter verstärken.